Ja, über das Thema wollen wir vertieft sprechen. Unser Chefredakteur Ulf Poschert hat sich zu mir gesellt. Ulf, ja, man muss sagen, es ist interessant. Es ist so ein bisschen wieder, ja, wir schaffen erstmal Fakten, planen, überlegen wir uns dann in den nächsten Jahren, wie eigentlich das Konzept dahinter aussieht. Ist ein bisschen wie eine neue Einladung zum Berlin-Bashing, die in dem Fall wirklich auch gerechtfertigt ist? Ja, nein. Also ich glaube, wir haben in der Bundesrepublik ein Drittel eines sehr, sehr konservativen, traditionalistisch-spießbürgerlichen Milieus, die mit den Grünen sympathisieren und die sich freuen, wenn die ganze Bundesrepublik so ein bisschen aus dieser schnellen, hektischen Globalisierung ausbrechen kann und so ein idyllisches Legoland wird für Entschleunigung und die großen Städte, wo man eigentlich Innovation, Geld gemacht werden muss, ein Treiben ist, in dem die Menschen schneller laufen als in kleineren Städten. Da gibt es lustige amerikanische Untersuchungen. Und diese Idee, glaube ich, von so einer Fußgängerzone Friedrichstraße ist eigentlich so ein Versuch, die Idee der Stadt, die eine Idee von Beschleunigung und Verdichtung ist, aufzulösen und stattdessen so ein gemütliches Miteinander zu machen, ein bisschen bequem, ein bisschen faul, null ambitioniert und dann natürlich auch entsprechend scheußlich. Also die Friedrichstraße war ja mal in den 20er, 30er Jahren eine wirklich pulsierende Metropolenstadt, war es auch noch irgendwie auf so eine gestörte Art in der DDR, aber nach der Wende, nur kurz nach dem Fall der Mauer, regte sich da was. Dann haben viele Investoren, wie wir gerade im Hintergrund sehen, Quartier 206, große Mode, zeitgenössischer Luxus. Ne? Es war sehr teuer. Ja. Und wenn man jetzt da ist, ich war gestern mit ein paar Freunden, haben wir zum letzten Mal ein paar Oldtimer in der Stadt geparkt, hier in der Friedrichstraße. Ist ja alles leer. Niemand geht hin. Und ich denke mal, die Berliner Grünen sollten unbedingt so weitermachen, bis dann einfach gar nichts mehr da ist. Dann kann man Reparaturwerkstätten für Lastenfahrräder und interessante Sozialprojekte dort ins Quartier 206 reinpacken. Also in deinen Augen eine Provinzhauptstadt, die man da ein bisschen einziehen lassen will. Nun ist ja die Sache an sich, dieses Projekt begleitet uns ja länger schon in Berlin. War das letzte Mal vom Verwaltungsgericht im Oktober kassiert worden. Hoffst du, dass diesmal der Rechtsstaat wieder einen Basta setzt? Ja, also ich gehe immer davon aus, dass die ganzen Klagen, die jetzt die Händler und Anwohner dort anstrengen, natürlich gehört werden. Aber wir reden ja hier 12 Tage vor einer Wahl. Und ich finde, es ist großartig. Also ich bin Frau Jarasch sehr dankbar, dass die Grünen einmal mehr, so wie Lützerath, das ist eine Partei, die ausschließlich Symbolpolitik betreibt und so glaubt, dass irgendetwas damit zur Verkehrswende gewonnen wird. Wirklich interessant ist, wenn man die Reaktion aus der SPD liest oder in sozialen Netzwerken sieht, die Empörung darüber ist riesengroß, weil es fahren keine S-Bahnen auf gewissen Abschnitten, es fährt die U-Bahn nicht, es gibt Ersatzverkehr. Und diese Idee, dass man eine Transformation will, indem man das Alte, was man nicht mehr will, einfach nur verweigert und das andere soll sich dann irgendwie so finden. Das ist im Augenblick sozusagen die Chance für die Opposition in Berlin zu sagen, nee, so geht's nicht. Und insofern überraschen mich die Werte für die CDU und die FDP hier nicht. Die zeigen, es gibt vielleicht auch einen anderen Angang an Politik, auch an Verkehrspolitik. Und das wird man jetzt sehen. Aber ich finde so, dieses Image von der Friedrichstraße, auch so was die Grünen so als Idylle haben, wer das will, soll das wählen. Und wenn Leute da Fragezeichen haben, haben sie genug andere Angebote. Also Fakten nochmal geschaffen, mitten im Berliner Wahlkampf. Ulf Poschert, vielen Dank. Gerne.